Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Verbrauchsvideo auf dem Kanal bei Ubi Tested. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Mit vor der Kamera heute der Peugeot 508 und wir stehen hier an einer Ladesäule, einer öffentlichen. Warum? Weil das hier ein Peugeot 508 Plug-in-Hybrid ist. Plug-in-Hybrid, was haben wir denn hier für Technik unter der Haube? 1,6 Liter Vierzylinder Turbo-Benziner, gekoppelt an einen E-Motor an der Vorderachse mit Systemleistung 165 kW oder in alter Währung 224 PS, 360 Newtonmeter maximalen Drehmoment, 7,9 Sekunden braucht er von 0 auf 100, 240 ist die Höchstgeschwindigkeit, wenn der Benziner mitwirken darf. Wenn der Benziner keine Arbeit leisten darf, dann sind es lediglich 135 Stundenkilometer. Als Antriebsbatterie haben wir 13,2 Kilowattstunden dabei, nutzbar davon allerdings nur 11,5 kW. Und Ladezeit, so wie er jetzt hier steht, übrigens am Stecker mit dem Onboard-Charger, der aufpreispflichtig ist, von 7,6 kW, einphasiges Laden lediglich möglich, haben wir eine Ladezeit von 2 Stunden 45 für unsere Antriebsbatterie. Deswegen dauert so ein Video doch hier ein bisschen länger. Aber was haben wir heute vor, um genau zu sein? Wir fahren auf unserer Verbrauchsstrecke den Wagen zweimal. Warum zweimal? Beim ersten Mal fahren wir so los wie jetzt. Die Antriebsbatterie ist vollgeladen, der Benzinmotor ist ready und genügend Benzin ist im Tank. Um genau zu sein, voll ist der Tank. Wir fahren unsere Runde, schauen, was er damit verbraucht, wenn die Antriebsbatterie komplett genutzt wird auf unserer Strecke. Und danach fahren wir dieselbige Strecke direkt danach mit leerer Antriebsbatterie und vollem Tank. Dann schauen wir mal, was der Benzinmotor leistet, wenn er eben die gut 200 Kilo mehr mit sich rumschleppen muss. Ist er wirklich so ineffizient, wie man vielleicht Plug-in-Hybriden immer nachsagt? Lasst uns das einfach heute mal herausfinden und vor allem auch, was habe ich bezahlt am Ende, wenn wir wie hier öffentlich laden müssen. Also wenn ihr Bock drauf habt auf das Video, dann vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, das Ganze zu liken, aber eure Meinung unten in die Kommentarbox zu schreiben, denn die ist mir besonders wichtig. Ich stecke den Wagen jetzt von der Ladesäule ab und dann geht's rauf auf die Straße. Also viel Spaß! Zwei Verbrauchsrunden sind absolviert
und wir schauen auf die Daten. Was haben wir denn verbraucht? Wir haben auf unserer ersten Runde sind wir die Strecke mit voller Antriebsbatterie gefahren und da hatten wir einen Kraftstoffverbrauch von 4,4 Liter errechnet und einen Energieverbrauch der Batterie von 8,95 Kilowattstunden. Gott sei Dank habe ich meinen Spickzettel dabei. Und bei der zweiten Runde war dann die Antriebsbatterie komplett leer und wir sind lediglich mit Benzin gefahren. Und da hatten wir dann einen Kraftstoffverbrauch von 6,4 Litern auf 100 Kilometer. Mit dem 43-Liter-Tank würden wir dann 672 Kilometer rein mit Benzin weit kommen. Kurzer Check, was hat uns das Ganze gekostet oder respektive mich in dem Fall? Ich muss an öffentlichen Ladesäulen laden. Habe aber aktuell einen Stromtarif, wo ich 30 Cent die Kilowattstunde an der Ladesäule zahle. Und jetzt schauen wir einfach mal, was habe ich denn verbraucht. Wenn ich mit Strom und Benzin gefahren bin, hat mich das Ganze 10,06 Euro gekostet. Okay, das ist ja schon mal ganz nett. Und was kostet es mich, wenn ich nur mit Benzin fahre? Tada, 10,21 Euro. Tja, 15 Cent. Unterschied in dem Fall heißt, es egalisiert sich irgendwo, je weiter die Strecke allerdings wird. Das ist ganz klar. Fahre ich natürlich eine kleinere Strecke, ist natürlich der E-Anteil deutlich höher. Hier lag der E-Anteil bei rund 40% auf unserer Verbrauchsstrecke, wie mir das Fahrzeug laut Bordcomputer ausgespuckt hat. Das ist eigentlich eine gute Sache, denn wenn wir mal schauen, so rund 40 Kilometer, selbst bei den widrigen Witterungsverhältnissen auf der Strecke, finde ich ordentlich in meinem normalen Nutzungsbereich oder Nutzungszeitraum respektive, kam ich lediglich so um die 30 Kilometer mit der Batterie weit rein elektrisch. Für wen ist jetzt so ein Plug-in-Hybrid wirklich das richtige Fahrzeug? Das ist die große Frage. In meinen Augen ist es ein Einstieg in die Elektromobilität für jemanden, der die Sicherheit des Verbrennungsmotors weiter haben möchte oder aber auch mit dem Verbrenner einfach häufiger weite Strecken absolvieren möchte. Ganz klar ist aber auch, wer sich ein Plug-in-Hybrid kauft und die Förderung, wie hier von 7.177,50 Euro aktuell mitnehmen möchte, der möchte doch bitte den Ladeanschluss hier hinten regelmäßig nutzen, die Antriebsbatterie immer schön zu laden, auch wenn es 6 Stunden über den Haushaltsanschluss sind oder aber eben 3 Stunden beziehungsweise, ja, sagen wir rund 3 Stunden über die Ladesäule. Es gehört sich halt einfach, es ist umweltfreundlicher, wenn man gerade kurze Strecken, vor allem auch im Stadtverkehr, rein elektrisch fährt. Kosten tut der 508. Hybrid, so wie er hier steht, knapp 54.000 Euro. Ab 44.800 Euro geht es los. Den Mehrkostenbeitrag, den man zahlt für den Plug-in-Hybrid, den kriegt man über die Umweltförderung wieder heraus. Somit ist dann der Plug-in-Hybrid ohne Rabatte auf den normalen Verbrenner etwas günstiger zu haben. Würde ich ihn kaufen? Ja, durchaus, weil meine Pendlerstrecke lediglich ungefähr 15 bis 20 Kilometer zum Arbeitsort sind und da würde ich mit der Antriebsbatterie komplett auskommen und würde den Verbrenner eigentlich kaum nutzen oder eben nur, wenn ich mit deiner Familie auf die Reise gehe. Das war es jetzt von meiner Seite. Jetzt dürft ihr mir aber unten eure Kommentare in die Box schreiben, was ihr zum Verbrauchsvideo sagt, was ihr zu Thema Plug-in-Hybride sagt. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Reinschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vergesst gerne nicht, den Kanal zu abonnieren und zu liken. Tschüss und Servus, euer Ubi.